Welcome back to High Crimes. I'm Anthony Adams. Today we're talking about the Party Hard Killer. After his latest killing spree, the state police are desperately trying to figure out where the killer will strike next. What do you think, Dr. McBride? Where is he headed? Listen, how much longer do we have? What? I have to go. Sorry. Are you serious? This is a live broadcast. My plans have changed. I'm sorry, but I have to go. Thank you, everyone. Tell them who the pale gentleman is. Hello, Evan. Listen, I know that you have the resources to deal with your rage. And you've got the human resources to eliminate your enemies in the drug business. Evan, you need to calm down. Evan, is it? Why not Darius? I made you forget about your miserable past. You ought to thank me for that. No matter what you might have found in the lab, it's useless against me. This all runs deeper than you think, weakling. No deeper than my knife in your flesh. If I tell you to stop, you will. Darius, drop the knife. Now. No. Your damn show doesn't have a proper ending yet. Ooh, party time. Vor der Kamera. Episode 13, Fernsehstudio. Das Interview. Aber jetzt wissen Sie doch eigentlich... moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, ganz vergessen. Und wir spielen Party Hard 2, aber jetzt wissen die doch quasi, dass wir gerade da sind. Und das ist doch nicht mehr geheim, oder? What? Achso. Ich habe Träume, Halluzinationen. Was würde ich denn? Hä? What? Soll ich denn den Boss töten? Ich bin gerade mal wieder beim Bosskampf hier planlos. Wird ja keinem was gesagt, aber... Ja, ist auch nicht so schlimm, da muss man Sachen halt herausfinden. Oh. Nein, 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 nein. Oh, jetzt wird sie größer? Hä? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, erst diese kleinen Leute, also die anderen zu eliminieren, ob sie vielleicht dadurch schwächer wird oder so. Querwaffe muss ich drauf aufpassen. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen. Hast du auch überhaupt nicht zum Spielprinzip bisher, ne? Diese Boss-Geschichten. Ich muss ich 20 Mal abstechen, um einmal in echt zu töten, oder was? Okay, wenn die Dinger kommen, kommen dreimal. Und... Ich muss mich erst dann bewegen, wenn sie quasi kommen. So, schnell dahinter hin. Was? Scheiße. Ach, das ist eine Schallplatte, die ja kaputt geht. Ja, ich sterbe gerade 50.000 Mal, ey. Bis ich verstehe, bis ich da... Waffen kann man nicht kaputt machen. Die Nerven so absurd. Oh, geht doch. Bleibt die dauerhaft kaputt, oder... Ja, ich sag mal, wir müssen nicht sie angreifen, sondern die Person drumherum. Oh, diese scheiß Kameras kaputt hauen. Hm.
Weiter kaputt machen kann ich die Sache nicht. Ich weiß nicht, ob sie davon auch Schaden nimmt, aber ich mache die mit der, deaktiviere die. Natürlich sehr interessant zu wissen, dass man diese scheiß Kameras ausmachen kann. Nächstes Mal stechen wir dann nochmal ein. Dann können wir die Person nochmal abschlachten. Die hat mich geschlagen. Hä? Warum das denn jetzt auf einmal? Warum konnte die eine Person mich jetzt umhauen? Habe ich jetzt nicht gerade gerafft. Also, warte mal. Muss ich die Person von hinten angreifen oder was? Aber bisher tanzen sie doch alles gut hier. Die einzige Kamera, die mich stört, ist die hier eigentlich. Einstechen. Eine von den Kameras müsste ja gleich wieder funktionieren. Beide. Viel Energie jetzt ein bisschen nicht verloren, die heilt sich irgendwie, das kann das sein? Ach, wir heilen sie dann. Warte mal, oder hat sie sich gerade geheilt? Ich lasse mal ganz kurz die Kameras heile werden. Ich will nur beobachten, ob die Kameras ihr Schaden zufügen. Also ich kann die Kameras wohl nicht kaputt machen. Ich schieße daneben. Und wenn sie klein ist, machen wir ihr heilen wir sie quasi oder was. Ach, der hört extra auf. Wenn die... Scheiß Ding hier. Das System habe ich ganz verstanden. Ja, jetzt haben wir sie geheilt. So, und durch den Strahl kriegt die auch keinen Schaden. Hä? Schaden haben wir nur mit den Leuten gemacht, die da getanzt haben, quasi. Ach, da hinten kommen welche Leute. Oh, jetzt drehen sich die Schallplatten ein bisschen. Jetzt ausschalten. Ausschalten. Müssen wir mal beobachten, ob sie sich langsam heilt. Einfach nur aus Interesse halber. Oh. Geh aus, Feuerchen. Gesundheit, Katze. Noch.
wird ein Schuh draus. Wollen wir Musik ändern? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Ecke gedrängt werden, hier verdammt. Ja, sind wir quasi gerade. Geh mal aus da, ey, das wird jetzt gerade nicht lustig. Geh aus, Feuer, geh aus! Zu kaputt. So. Immer schön die Kameras ausschalten. Dann klappt das auch. Party hard! Befreie deinen Verstand. Haben wir gemacht. Sooner or later, everyone takes their masks off. Sometimes we put them on voluntarily, and sometimes we're forced to. But only once we get rid of them can our minds be free, even if our bodies are deprived of freedom. He was arrested during a live airing of the talk show High Crimes. The armed perpetrator broke into the studio and engaged in a conflict with the famous psychotherapist, Deloise McBride. However, the police arrived on the scene before anyone got hurt. Dr. McBride was also arrested on suspicion of manufacturing and distributing narcotics. Evidence of the therapist's involvement in a large drug ring was discovered earlier during the investigation. Both suspects are under guard and awaiting trial. What is the mind? Shifting sands that slowly yet inexorably drag each of us along. The more you resist, the more cruel and calculating this ravenous force becomes. And when you finally find yourself in the heavy darkness, blacker than oil, beneath the rank depths of your fears, deeds, and guises, that's when you hear the voice of the pale gentleman wearing a chalk white mask. Ja, das war Party Hard 2. Also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich fand nur halt dieses U-Bahn-Level. Das U-Bahn-Level war absolut scheiße. Die Bosskämpfe haben mir auch nur so mittelmäßig gefallen. Das mit der Story war auch ein nettes Gimmick. Aber deswegen spiele ich nicht Party Hard. Party Hard spielt man einfach, um Spaß zu haben. Und ja, so ein bisschen so Rätsel, wie man da halt alle abmurkst. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch beim Zuschauen. Und sie hätten noch mehr Gags einbauen können, finde ich. Aber vielleicht für Teil 3, wer weiß. Und ja, das kann ich jetzt nicht beenden. Ich lasse es, oh doch. Ich wollte noch mal ganz kurz. Lokaler Koop-Modus kann man spielen. Okay, ist das schon mal schlecht. Ich wollte mal fortsetzen gehen. Jetzt haben wir natürlich hier die ganzen Missionen. Hier sieht man auch, welche Fragezeichen quasi sind. Was man noch machen könnte. Also hat auf jeden Fall, dieser Teil hat, finde ich, mehr
ja, die Möglichkeit oder mehr, dass man es wieder spielen kann, also nochmal spielen quasi. Ja, Wiederspielwert, sage ich, ist ja deutlich höher, dadurch die ganzen Sachen, die so ein bisschen versteckt sind. Nebenbei kann man hier Sachen freischalten, das habe ich noch nicht verstanden, was das einem bringen soll. Personauswahl. Der Party Hardkiller. Möchte gern, man kann den Möchte gern nehmen. Zusätzliche Gesundheit, zusätzliche Ausdauer. Fähigkeit Party Sicht. Talent Multikill, aha. Kann ein bisschen mehr als der normale Party Hardkiller. Dafür sieht er auch bescheuert aus. Was ist das denn hier? Unsichtbar? Außerirdische Waffen? Magnetfeld? Falle? Krass. Die haben ja gar nicht mitgekriegt, dass man so viel freigeschaltet hat. Pandasicht. Faust. Flammen vom Panda. Pandatritt. Geil. Warte mal ganz kurz. Den will ich mal, einfach mal starten. Komm, start. Ich will nur mal ganz kurz sehen, wie das aussieht mit dem Panda. Das können wir überspringen. Kennen wir schon. Habt ihr in Folge 1 schon gesehen. So, einfach mal laden. Ich will die Panda-Ansicht haben. So, das ist wirklich cool. Was ist die Panda-Sicht? Ich dachte, das ist was Originelles. So, was ist Panda-Schlag? Okay, ich kann Leute umboxen. Die leben dann aber noch. Und was mache ich mit 2? Hi, Jukit! Ich kann sie vernichtend umhauen. Oh, das war falsch. Aber die bleiben auch nicht tot. Aber diesen Panda finde ich einfach klasse. Okay, ja, Junghorn. Warte mal. Verlassen. Wir nochmal. Jetzt noch was ganz Kurioses, fand ich. Also das ist ja auch cool. Das steigert auch den Wiederspielwert. Das Alien will ich nochmal. Also er ist ja quasi der Party Hard nur im Besser mit mehr Ausdauer und so. Und den will ich ganz kurz nochmal. Ja, komm auf den Club. Jetzt machen wir wieder weg. Na, also es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen, die man nochmal spielen könnte. So, was kann der? Was hat denn da 3? Achso, man wird automatisch angerufen. What? Achso, man kann sich tarnen wie so ein Predator. Ach, geil, Lometer. Okay, getarnt sieht er mich. Das ist wirklich geil. Warte mal, neu starten. Ich will nur mal die anderen Waffen testen. Da dürfen wir quasi nicht gesehen werden. Er markiert so wie ein Predator zu zielen. Aber ich hätte gedacht, er schießt auch. Oder ich bin zu doof dafür. Das kann auch sein. Was ist 3? Man kann so Seile bauen. Ah, so Fallen. Ah, das ist... Ah, das ist geil. Das ist geil. Also der Predator könnte wirklich Spaß machen. Man muss den wirklich anders spielen. Erstens muss man sich die ganze Zeit tarnen. Zweitens, ich weiß nicht, was das mit Markieren ist. Also normalerweise kenne ich das so vom Predator. Das Zeichen siehst du immer, wenn er kurz bevor er schießt. Vielleicht muss ich da irgendwie eine Kombinationssache drücken. Ich habe es noch nicht gerafft. Wir markieren mal einfach was hier.
linke Maustaste noch was gedrückt halten. Nee, keine Ahnung. Was das bringen soll, das verstehe ich gerade wirklich nicht. Was war das? Shoot! Ah! Ich weiß nicht, was ich gerade noch gemacht habe. Wir können jetzt das nochmal R und der an sich tarnen. Ich weiß jetzt gar nicht, was R war. So, die markieren wir jetzt nochmal. Das heißt, wir können den Schuss auch quasi... Also, die funktionieren. Okay, das macht Spaß. 3. Falle verstecken. Wie geht das? Egal. Ich wollte es nochmal kurz gezeigt haben, dass Party Hard jetzt nicht nur einfach, dass man die Maps noch neu spielen kann, sondern dass es auch neue Charaktere gibt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt alle Charaktere waren oder... Es gibt ja so wie bei Mortal Kombat oder so, ne, dass wenn man andere mit den Spielern, die man freigeschaltet hat, wenn man mit denen auch nochmal durchspielt, dass dann vielleicht auch nochmal neue kommen. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja noch, wie gesagt, 3, genau, insgesamt 4 Charaktere. Und ich wusste eigentlich nicht nur von 3. Nur von denen hier eigentlich. Ich glaube, den gibt es am Anfang an dabei. Ich glaube, den Panda und so, den haben wir später erst freigeschaltet, wie auch immer. Aber das ist cool. Weil der Predator hier, der gefällt mir irgendwie am besten. Weil der sich komplett anders spielt. Weil da muss man sich mal... Talent Magnetfeld. Gegenstand Falle. Das ist auf jeden Fall cool. Also wieder Spielwert ist auf jeden Fall gegeben. Und mit neuen Fähigkeiten macht das Töten natürlich noch mehr Spaß. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat hier Party Hard gefallen. Das wird das letzte Video von mir sein zum Thema Party Hard 2. Für mich ist das jetzt hier fertig. Man könnte quasi Multikill machen, sehe ich gerade hier auf dem Bild. Hä? 3 Ziele markieren, einmal schießen oder was? Das wäre geil. Das muss ich mal für mich selber nochmal testen. Wie hat euch das Spiel gefallen? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Und ja, hinterlasst mir gern einen Kommentar, mir gern ein Like und für das Durchspiel könnt ihr mir auch ein Abo geben. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!